Mein Name ist Janet Preger von Preger Richter Architekten Berlin. Unser Büro haben wir 2004 gegründet. Wir sind 8 Architekten im Team. Wir planen und bauen Mehrfamilienhäuser innerhalb der Stadt. Und durch den Druck auf dem Wohnungsmarkt nach bezahlbarem Wohnraum haben wir 2012 das Konzept des Ausbauhauses entwickelt. Das Konzept des Ausbauhauses, der Kern der Idee besteht eigentlich darin, dass wir konsequent trennen zwischen der Errichtung des Gebäudes und dem Ausbau der Wohnung. Konsequent meint er nicht nur in technisch-konstruktiver Hinsicht, sondern auch in rechtlicher Hinsicht, was die Vertragsstrukturen angeht oder in finanzieller Hinsicht durch gestaffelte Finanzierung. Wir haben in dem ganz konkreten Fall, den wir jetzt hier eingereicht haben, das Ausbauhaus Neukölln, das haben wir 2014 fertiggestellt und übergeben. Und hier sieht man in unserem, wir sitzen selber sozusagen mit dem Büro hier drin und haben sozusagen auch eine Einheit, die wir hier bewohnen. Und haben sozusagen über den gesamten Grundriss eine Spannbetondecke gespannt. Wir nennen es immer liebevoll das Regal, in dem das ermöglicht eine unendliche Freiheit an Grundrissgestaltung, an Ausnutzung, Umnutzung, Änderung. Man kann Lofts haben, man kann 6 Zimmer in diesem Grundriss sich sozusagen verwirklichen. Dann haben wir eine 3 Meter lichte Deckenhöhe. Wir haben nach Süden eine 2 Meter tiefe Loggia vorgestellt, die 20 Quadratmeter privaten Außenraum für jede Wohneinheit erzeugt. Das ist ein unglaublich räumlicher Luxus, trotz der kostengünstigen Konstruktion. Zusätzlich kommt dann der Ausbau, der in unterschiedlichen Ausbaustandards möglich ist. So kann man, so wie wir es jetzt gemacht haben, den Estrich streichen, die Wände sind pur belassen, aber es gibt natürlich auch ganz normal ausgebaute Wohnungen mit weißen Wänden, Massivholzparkett etc. Und es gibt, das ist noch eine Sondersituation, viele Leute, die Zeit gegen Geld eingetauscht haben und viel Eigenleistung reingesteckt haben, bis zum kompletten Selbstausbau. Ich glaube, dass wir genau aus diesen Gründen sozusagen eben auch einen Beitrag leisten können zu dieser Ideenwerkstatt, da wir gerade innerhalb der Kosten und gleichzeitig eben auch innerhalb der Planung und Bauzeit eine Verkürzung oder eine Ersparnis haben können. Und das bedeutet nämlich ganz konkret, dass wir diese kostengünstige Konstruktionsweise, die wir hier hergestellt haben mit den Spannbetondecken, dass das sozusagen ein solide, nach Norm gerechte Gebäude nachhaltig auch erzeugt. Gleichzeitig sozusagen wir aufgrund dieser Trennung, dieser konsequenten Trennung, die Möglichkeit haben, während der Rohbau gebaut wird, das Ausbaupaket noch zu planen, damit eine Verkürzung von 25-30% innerhalb der Planungs- und Bauzeit haben und dieser niederschwellige Zugang der Möglichkeit, den Ausbaustandard oder auch über Jahre hinweg den Ausbau noch möglich zu machen, das erzeugt sozusagen ein Paket. Und dann ganz wichtig ist, zum Schluss muss man noch erwähnen, und das ist das wahrscheinlich Wichtigste, durch das Engagement und die Individualisierung im Ausbau entsteht ein großes Engagement der einzelnen Bewohner und damit eben auch eine große Teilhabe an dem Projekt. Die Identifikation mit dem Kiez, mit dem Haus und mit der Stadt ist damit eben sehr groß. Und ich glaube, das lässt sich gar nicht genug sozusagen betonen. Wir würden uns freuen, von euch zu hören und auch detaillierter das vorzustellen, nicht nur in der Kürze der Zeit.